Die digitale Welt des Konsums beschert Paketbotin Sandra Hase Arbeit ohne Ende. Die ehemalige Restaurantleiterin gehört zu den 30.000 neuen Mitarbeitern in der Zustellbranche. Ich habe die Gastrobranche aufgegeben, weil der Job einfach krisensicher ist bei der DHL. Und in der Zeit von Corona weiß man halt nicht, wie es in der Gastronomie weitergehen wird. Das Weihnachtsgeschäft bringt der Branche erneut Rekordumsätze. 22 Millionen Pakete werden in Deutschland täglich transportiert. Schon im letzten Jahr der Sprung im Onlinehandel auf 73 Milliarden Euro. Laut Prognose könnte der Umsatz nun auf 87 Milliarden Euro steigen. Ein Boom mit Schattenseiten. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert unerträgliche Arbeitsverhältnisse, vor allem für Aushilfen aus Osteuropa. Die würden für Subunternehmer großer Paketdienstleister jobben, die weder Mindestlohn noch Arbeitszeiten einhalten. Die Paketmengen seien kaum noch zu schaffen. Wenn man vorher 200 Sendungen im Auto hatte, hat man jetzt 250, 300 Sendungen teilweise im Auto. Gerade hier in Berlin vielleicht auch, sechster Stock ohne Aufzug, fünfmal hintereinander, dann merken sie mindestens mal ihre Knie. Und natürlich gibt es auch den psychischen Druck ein Stück weit. Ich will es natürlich auch schaffen. Und die Menge, die ich am Morgen sehe, gilt es dann auch zu bewältigen. Die boomende Branche brachte ihr zumindest einen sicheren Arbeitsplatz, auch wenn die Belastung enorm und die Aussicht auf etwas Entspannung nach dem Fest eher gering ist.